Also ja, dass unsere Wikinger hier nicht verhungern, das sollte schon mal klar sein. Was ist mit dem Baum? Oh, der zählt nicht als Baum, schade. Nicht das, ich bin Zweifamilienhaus. Hier haben, da kommen dann meine Bauarbeiter rein. Also kann ich die schon mal einquartieren. Genauso wie ich meinen Werkzeugschreiner hier einquartieren kann. Kann ich noch ein Zweifamilienhaus hier hinsetzen? Ja. Okay, dann müsst ihr leider umziehen. So, und du wieder Bauarbeiter werden, bitte. Und wir haben den ersten Müller, das heißt, wir können die erste Bäckerei bauen. So. Kann ich noch eine Bäckerei daneben setzen? Nö, kann ich nicht. Ne, ich bin sogar eigentlich fast der Meinung, dass eine Bäckerei ausreicht. Wir haben aber jetzt keinen Platz mehr für das Dreifamilienhaus. Nein, nicht für das Wohnzelt. Zweifamilienhaus. Zweifamilienhaus würde hier gut hinpassen, aber kein Dreifamilienhaus. Nee. So, dann hoffe ich mal, dass ihr auch mit, dann Nahrung holt und eure Häuser mit Nahrung versorgt. Also die werten Damen. Oh, wir haben fast genug Holzwerkzeuge, damit wir drei Familienhäuser bauen können. Yeah. So, nimm noch mal einen Haps. Ihr wollt sagen, die scheinen hier nicht mal Soldaten zu haben, aber sie haben ein paar Bogenschützen. Ja, weil du hast den Werkzeugschreiner erfunden, da bin ich sehr froh drüber. Das heißt, du gehst wieder Holz fällen. Das erste, und wir könnten kein Dreifamilienhaus hier bauen. Wenn ich hier ein Dreifamilienhaus hinsetze, passt hier keine Bäckerei mehr rein. Nur ein Zweifamilienhaus würde hier noch reinpassen. Gut, das heißt, hier wird noch mehr Holz gefällt und das Dreifamilienhaus kommt halt dann hier hin.
Dann haben es der Müller und der die Bauern zwar ein bisschen zum Laufen, aber das dürfte ja auch kein Problem sein. Yo, Dave. Ich brauche das Haus hier nicht. Ja, wie? Ja, du hast doch genug Platz für deinen Weizen. Oh, dem Fischerzelt sind schon die Rohstoffe ausgegangen. Tatsache. Gut. Das heißt, ich mache aus dir unseren zweiten Farmer fürs Erste. Oder unseren Müller. Unseren Müller. Den sind, da streckt sich noch ein Stück in die Richtung. Also hier an der Seite haben wir alles abgesucht. Nur noch die Seite fehlt hier. Hier oben haben wir auch alles. Das bisschen hier noch, aber ja. Das können wir dann auch von unserer Basis aus machen. Wenn wir nochmal zu den Indianern gehen und ein Wegenetz legen. Also Wegweiser aufstellen. Oh, das wird gekocht. So, du hast Müller gelernt. Das ist gut. Das heißt, Bjarni kann dann nachher gleich erst einmal wieder Farmer werden, während du Müller bist, damit wir mit dem Weizen ein bisschen mehr hinterherkommen. Ja. Ich könnte fast noch einen zweiten Jäger einstellen. Wenn ich einen zweiten Jäger einstelle. Ja, gut, dann weiß ich, wie ich das mache. Zwei Familienhaus und Töpferei sind fertig. Gut. Ich muss euch aber allerdings noch einmal umsiedeln. Wobei, fürs Erste könnt ihr da drin wohnen bleiben. Ja, und irgendwie sieht das langsam so. Oh! Papagaios, seid gegrüßt, Fremde. Man nennt mich plappernder Vogel, Häuptling der Papagaios. Unsere Fischgründe sind reich, wir haben Nahrung im Überfluss. Wenn wir euch helfen können, schickt eure Händler zu uns. Ihr sollt es nicht bereuen. Ja, noch ein freundlicher Indianerstamm. Die würden mir Nahrung für 6 Baumstämme, also 6 Holz geben. Würden mir sogar Gold für Möbel geben, für Lehm Geschirr und für Bier Schuhe. Hm.
Also ja, ich kann aus meinem Leben ebenso gut selber Geschirr machen. Ich habe ja schon meine Töpferei. Aber ich nehme das Handelsangebot trotzdem mal dankend an. Da richte bei euch einen Wegweiser und dann machen wir erst einmal das Netz von eurer Siedlung, also von eurem Dörfchen, zu meiner Siedlung. Und dann von da aus, oh, da liegen zwei Holz rum, zu der ihrer Siedlung. Und du kriegst schon mal einen Jungen, weil wir brauchen einen Träger für den Bäcker nachher. Oh, ein Sammlerzelt. Ach stimmt ja, die haben den Bärensammler. So, dann errichten wir einen Wegweiser. Ach ja, stimmt. Da war was. Piani, du zurück zum Farmer. Und du bitte Müller hier. Dann ziehst du schon mal hier ein. Und Hafgrim zieht auch hier ein. So, unser erster Wegweiser steht. Wir decken noch das Fitzelchen hier auf. Errichten hier aber erst noch vorher einen Wegweiser. Yay, unser erstes Kind ist da. Was sagt denn unsere Nahrung? 31, okay. Ja, das mit der Nahrung kann halt ein bisschen dauern. Da wir aber nachher eh keine so große Siedlung haben werden. Also ja, ich werde sie schon etwas größer haben und habe auch einen Jäger mehr. Weil wir haben hier genug Jagdgrund für zwei Jäger. So, Zweifamilienhaus ist fertig. Das heißt, ich muss euch da jetzt umsiedeln. Okay. Hey, unsere Bäckerei wird gebaut. Warum nehmt ihr nicht das Holz, das da direkt vor der Tür liegt? Ernsthaft, warum nehmt ihr nicht das Holz?